herzliches Willkommen von mir zum dritten Beruf für Hautnah, diesmal zum Thema Meeresbiologie. Mein Name ist Stefan Leberneck, ich darf das heutige Gespräch moderieren und ich möchte ganz herzlich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Gesprächs begrüßen und natürlich ganz besonders unseren heutigen Gast, Aurelia Reichert. Herzlichen Dank, dass du Zeit hast für uns und ich bin sind alle schon ganz gespannt auf deine Ausführungen und deine Schilderungen von deinen Tätigkeiten und deinen Erfahrungen. Und ich würde dich gerne bitten, dich zu Beginn einfach mal selbst vorstellen, was ist dein Werdegang, was hast du gemacht, was machst du aktuell und ja, wie kommt es auch vielleicht ein bisschen zu dieser Begeisterung? Ja, danke Stefan. Auch von mir nochmal an alle herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Ist immer sehr erfüllend und auch sehr motivierend, wenn man an solchen Events teilnehmen darf. Wie außerordentlich auch immer der Werdegang oder was man momentan macht auf andere Menschen wirkt, ist es doch manchmal sehr schwierig, in der Situation selber noch zu sehen, wie unglaublich es ist. Und manchmal, gerade wenn ich auf Arbeit bin und aus dem Fenster schaue, dann sehe ich nicht die Eisberge und dann sehe ich nicht die Gletscher, dann sehe ich nur den riesen Haufen Arbeit, der zu tun ist. Deshalb ist es schön, wenn man solche Gespräche führen kann und vielleicht andere Leute dazu motivieren kann, Fragen zu stellen oder sich auch in dem Sinn dann sozusagen selber wieder motivieren kann. Genau, mein Name ist Aurelia Reichert. Ich komme gebürtig eigentlich aus Berlin. Und ja, ich bin Meeresbiologin. Ich habe im Jahr 2011 angefangen, Meeresbiologie zu studieren an der Universität Rostock. Ich habe mal die verschiedenen Institute, die mich durch meine Karriere bisher begleitet haben, da unten aufgelistet. Also ich habe an der Universität Rostock Meeresbiologie studiert. Nein, stopp, Biowissenschaften studiert, so, für 4 Jahre im Bachelor. Und bin dann danach an die Universität Bremen gewechselt und habe dort einen Master studiert, der Marine Biology heißt. Das ist ein internationaler Master auf Englisch mit viel Feldarbeit, viel praktischem, sozusagen Fokus auf praktischem Arbeiten. Und habe dann meine Masterarbeit am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung am Alfred-Wegener-Institut gemacht. Allerdings nicht über polare Themen, sondern hauptsächlich zu Kaltwasserkorallen in chilenischen Fjordsystemen und bin dadurch aber so ein bisschen in Expeditionen und Arbeiten weit weg gekommen und es hat mich ziemlich angefixt und habe mich dann danach auf eine Position beim British Antarctic Survey beworben als Meeresbiologin. Und zwar nicht nochmal als Meeresbiologin, der British Antarctic Survey sitzt in Cambridge. Und ich habe mich nicht auf eine Position in Cambridge beworben, sondern auf eine Position auf Rothera. Das ist eine Forschungsstation in der Antarktis, auf der antarktischen Halbinsel. Und zwar als Überwinterer, also als jemand, der 18 Monate in der Antarktis verbringt, am Stück nicht nach Hause geht, dort auf der Forschungsstation primär am Forschungsprojekt arbeitet, aber auch sozusagen dazu beiträgt, die Station am Laufen zu halten, hauptsächlich auch über den antarktischen Winter, der ungefähr von Mai bis Oktober dauert. Da ist ja auf der Südhalbkugel, das heißt, die Jahreszeiten sind verkehrt herum und zwischen Mai und Oktober sind die Stationen komplett auf sich allein gestellt. Das heißt, es gibt keine Flugzeuge mehr, keine Schiffe mehr, die Station anfahren und man sozusagen in seiner eigenen kleinen Gruppe sozusagen, in seiner Community und lebt dort, arbeitet dort. Mein Forschungsprojekt da war zum Thema antarktische Makroalgen, also das, was man sozusagen generell als Seetange bezeichnet, also was man so am Meer findet, Braunalgen, Rotalgen, alles in die Richtung. Und hauptsächlich zur Thematik, wie sind diese Algen an die Saisonalität angepasst? Also dadurch, dass es in der Antarktis und auch im nördlichen Polargebiet, also in der Arktis, ganz lange Sommertage gibt, aber dafür im Winter die Sonne nicht über den Horizont kommt, gibt es einen sehr krassen Unterschied zwischen sozusagen Tageslicht. Das heißt, im Sommer hat man Tage, die 24 Stunden lang sind. Das heißt, es ist immer Licht da und im Winter gibt es gar kein Licht. Und das ist gerade für Algen, die Photosynthese betreiben, also Licht brauchen, um ihre Energie zu gewinnen, extrem wichtig. Und ich habe mich damit beschäftigt, wie die Algen in den Polargebieten überleben können und da auch erfolgreich sind, trotz dieser
dieses extremen Lichtregimes und dann hauptsächlich auch zu sehen, was passiert jetzt zum Thema, also Thema Klimawandel, was passiert mit diesen Algen jetzt, wenn es wärmer wird, was passiert, wenn das Meereis zum Beispiel weniger wird und dadurch sich das Lichtregime ändert, was passiert, wenn die Gletscher schmelzen und dadurch mehr Süßwasser eingetragen wird und sich die Salinität ändert. Und das habe ich für 1,5 Jahre gemacht. Es war sehr inspirierend, unglaublich, hat mein Leben auch viel verändert. Und dann bin ich danach nach Hause gegangen und wusste dann nicht so recht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, weil man es so ein einschneidendes Erlebnis ist und man 1,5 Jahre komplett aus der Gesellschaft rausgenommen wird. Man wird komplett von seiner Familie entfernt, aber man geht, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, in eine Umgebung, in eine Landschaft, die einfach unglaublich schön ist. Und es ist wirklich so, es sieht aus wie in Dokumentation. Wie in Film, also es sieht wie im Film aus und noch krasser. Und man hat ja einschneidende Erlebnisse mit Tieren, mit Walen, mit anderen Menschen. Es ist einfach unglaublich. Und dann kommt man zurück und man ist so ein bisschen, weiß nicht so richtig, was man tun soll. Und dann hat sich glücklicherweise ergeben, dass eine permanente Position frei wurde, also eine Festanstellung beim British Antarctic Survey. Und in der bin ich jetzt. Ich arbeite jetzt seit 3 Jahren für das British Antarctic Survey als Labormanager. Also ich bin sozusagen nicht mehr aktiv als solches in der Meeresbiologie tätig, aber ich habe noch forschende Nebentätigkeiten. Und meine Hauptbeschäftigung sozusagen ist jetzt, mich um Forscher und wissenschaftliches Personal zu kümmern, die zu uns auf die Forschungsstation kommen, die ihre Projekte durchführen wollen. Und ich bin da, um sicherzustellen, dass sie alles haben, was sie brauchen. Falls sie irgendwelche Feldarbeit-Support brauchen, stelle ich den zur Verfügung. Ich stelle sicher, dass alles, was wir am Boden zur Verfügung stellen und alles, was wir an Tauchdiensten leisten, dass das möglich ist. Und genau, bin sozusagen, sozusagen für alles und nichts zuständig, koordiniere vor Ort und stelle sicher, dass die Wissenschaftler alles haben, was sie brauchen. Genau. Was hat mich dazu motiviert? Manchmal muss man einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Und ich hatte schon immer eine große Faszination für das Meer. In Berlin groß geworden, dadurch ist es, ist nicht so richtig am Meer. Es gibt ein paar Seen, aber das war's. Und ich habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass ich Meeresbiologie irgendwie studieren möchte oder irgendwas in die Richtung machen möchte und habe dann halt geguckt. Und Rostock hatte einen Studiengang Biologie und da gab es aber ein Modul Forschungstauchen. Und das fand ich absolut genial und habe mich dann da beworben, habe auch den Studienplatz bekommen und habe in meinem Bachelor dann grundlegende Biologie gemacht und fand es auch alles super interessant, fand sogar die Meeresbiologie-Vorlesung, glaube ich, eine der langweiligsten, weil die nicht so gut unterrichtet wurde, aber es gab sehr viele Möglichkeiten, alles so ein bisschen freier zu machen. Also im Bachelor kann man ja mal sozusagen Semester ausnehmen oder man kann sozusagen alles ein bisschen schieben. Und ich habe es halt ein bisschen geschoben und war für ein halbes Jahr in Norwegen auf dem Praktikum, um rauszufinden, ob das was für mich ist, Meeresbiologie. Und war in Tromsø für ein halbes Jahr, war da auch auf verschiedenen meeresbiologischen Ausfahrten. Also ich bin auf ein Forschungsschiff gegangen und war dann entweder ein paar Tage oder ein paar Wochen entweder im Nordpolarmeer, also in der Arktis um Spitzbergen rum oder nur in den Fjorden sozusagen um Norwegen. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich fand es extrem erfüllend. Und ich fand auch dieses Wegsein und woanders sein und auf sich alleingestellt sein, fand ich sehr anregend. Und gerade dieses, was man in der Meeresbiologie auf jeden Fall braucht, ist, dass man auf der Stelle sehr schnell Probleme lösen kann. Also man hat nie genug Geld, man hat nie genug Finanzierung, daran muss man sich gewöhnen. Man hat im Zweifelsfall nie das Richtige eingepackt, was man braucht. Und meistens ergeben sich da, wo man irgendwie Proben nehmen möchte oder da, wo man was messen möchte oder da, wo man was untersuchen möchte, kann sein, dass es nicht verfügbar ist oder da sind gerade zu viele Wellen oder es ergeben sich andere Sachen und man muss schnell seine Pläne ändern. Also dieses spontane Denken, Problem lösen, das fixt mich total an. Und das fand ich cool und dann war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und bin dann auf mehrere Expeditionen gegangen, eben nach Chile auch, in die patagonischen Fjordregionen, die unglaublich weit weg sind von allem. Also man fliegt nach
Santiago de Chile, also die Hauptstadt von Chile, und dann fliegt man nochmal 2,5 Stunden weiter südlich in der Stadt, und da muss man dann in den Bus steigen, der einen dann 4 Stunden lang in ein kleines Örtchen bringt, und dieses kleine Örtchen ist das Ende, da gibt es keine Straßen mehr. Und von da gibt es dann eine Fähre, die 2-mal pro Woche geht, und die bringt dann auf eine winzig kleine Forschungsstation in diesem Fjord. Und in dem Fjord gibt es hauptsächlich Lachsfarmen und winzige kleine Dörfer, die sozusagen so kreuz und quer an der Fjordküste sind. Und die werden von dieser kleinen Fähre angefahren, aber nur 2-mal pro Woche. Und da war ich dann einmal 4, einmal 5 und einmal 6 Wochen auf Station, und wir haben uns hauptsächlich mit Kaltwasserkorallen beschäftigt und den Fjordsystemen, die ziemlich einzigartig sind und an denen man versucht, was über den Klimawandel und die Reaktion des Systems auf den Klimawandel rauszufinden. Und wir waren hauptsächlich den ganzen Tag nur tauchen und waren immer auf kleinen Booten unterwegs, und auch da habe ich wieder festgestellt, dass ich dieses in meiner Arbeit drin sein unglaublich spannend finde. Also nicht, dass sozusagen man macht ein bisschen Arbeit und dann geht man nach Hause, sondern dieses so voll in seiner Arbeit drin sein. Es gibt nichts anderes, es ist nur dieser Fokus für 4 oder 5 Wochen. Man isst, man schläft, man atmet nur seine Arbeit, und das absorbiert einen komplett. Und ich fand das immens. Ja, und dann habe ich halt danach versucht, das immer weiter zu, dieses Gefühl sozusagen dem nachzujagen. Und genau, und bin dann im Endeffekt halt nach Rotherhill gekommen. Hier seht ihr die Forschungsstation. So kann man sich ungefähr vorstellen. Rotherhill ist die größte Forschungsstation, die das British Antarctic Survey betreibt. Also das deutsche Polarprogramm, was hauptsächlich vom Alfred-Wegener-Institut betrieben wird, hat auch eine Station, von der ihr vielleicht schon gehört habt, das ist die Neumayer-Station. Die ist ja auf dem Shelf, das heißt, es ist alles ganz flach, es ist quasi auf einem Shelf, das ist sozusagen Gletschereis, was vom antarktischen Kontinent wegfließt, aber noch mit dem Kontinent verbunden ist. Das heißt, es ist quasi wie eine riesige, riesige, dicke Eisscholle, mehrere Kilometer, die aber noch ans Festland angebunden ist. Und im Vergleich dazu, Rotherhill ist halt auf der Halbinsel. Das heißt, es gibt bei uns echt sozusagen echtes Land, echter Stein. Und wie ihr hier sehen könnt, die kleinen grünen Gebäude, das sind da, wo wir wohnen, da, wo wir arbeiten, da, wo wir schlafen. Und dann ganz rechts im Bild, wo das Schiff ist, da kurz davor ist so ein langes grünes Gebäude, das ist mein Labor. Und genau, ich kümmere mich da halt um das Labor und um die ganzen Wissenschaftler, die bei uns vor Ort sind. Und ja, ihren Projekten nachgehen. Und manche Projekte sind zum Beispiel terrestrische Projekte, also die sich jetzt nicht mit Meeresbiologie beschäftigen, sondern die beschäftigen sich zum Beispiel mit den Meeresvögeln, die wir haben, die bei uns brüten, oder mit Moosen und Flechten, die ganz spezifisch an die antarktischen Bedingungen angepasst sind. Aber auch der hauptsächliche Forschungspunkt ist eigentlich Meeresbiologie. Und zwar, ja, das sind so die verschiedenen Sachen, die wir machen. Also links oben, das sind die Skuas heißen die. Es gibt Verwandte von denen auch in Europa. Das sind Raubvögel, die bei uns nesten, die ganz lange Migrationen machen, die migrieren bis nach Kanada und wieder zurück. Unglaublich flauschige, süße Küken. Die Erwachsenen sind ziemlich aggressiv, wenn es Küken da sind. Einer meiner Jobs zum Beispiel ist, dass ich Bestandsaufnahmen von den Vögeln mache und jedes Jahr zu den Nestern gehe, die Nester mir angucke, anschaue, wie der Bruterfolg ist, die Vögel beringe, also dass man sie halt sozusagen erkennen kann. Die haben dann so einen kleinen Ring am Fuß. Genau, das machen wir. Dann machen wir unglaublich viel Taucharbeit, wie ihr in der Mitte sehen könnt. Der hauptsächliche Forschungspunkt ist das Benthos. Also Benthos heißt alles, was auf dem Meeresboden lebt oder halt an den Wänden. Und dann gibt es entweder mobiles Benthos, das ist zum Beispiel wie auf dem Boden, wie ihr da sehen könnt, die Anemonen, die laufen rum, so ein bisschen jedenfalls. Oder es gibt sessiles Benthos, das ist, wie ihr oben sehen könnt, die so wie Schwämme, das ist das hellgelbe sind Schwämme. Oder da sind auch so ein paar Würmer, dann könnt ihr aber auch sehen, dass da zum Beispiel Anemonen auch an der Wand dran sind. Also das beforschen wir. Wir schauen uns sowohl vor Ort, also noch im System unter Wasser, als auch, wie ihr unten sehen könnt, im Aquarium uns die Tiere an. Und das hauptsächliche der Forschungsfokus ist, wie die Tiere an die antarktischen Bedingungen angepasst sind. Also warum können die da überleben? Das Wasser hat -2 Grad im Winter. Da könnten wir jetzt nicht überleben. Warum können die da überleben? Und wie ich ja vorhin gesagt habe, gibt es auch im Winter zum Beispiel kein Licht. Wenn es kein Licht gibt, gibt es keine Algen. Dann kann man nichts fressen. Und wie sind die da angepasst? Und
Wie sind sie angepasst und wie werden sie dann auf den Klimawandel reagieren, wenn alles plötzlich anfängt, wärmer zu werden? Und wenn man unglaublich gut an Kälte angepasst ist, dann ist Wärme vielleicht ein Problem. Genau, dann machen wir auch ganz viel Wasserbeprobung, also wie ihr rechts oben sehen könnt. Mit diesem kleinen, mit der kleinen Winde nehmen wir Wasserproben und das passiert zweimal pro Woche und dann können wir auch was aussagen über die Wassermassen, die um die Station rum sind. Genau. Ja, und links unten seht ihr ein Bild vom, das ist ganz normal, einfach das Labor. Also es passieren auch ganz normale Dinge, wie zum Beispiel Bestandsaufnahme, Aufräumen, Nachordern und solche Dinge. Genau. Also es, was mich, glaube ich, am meisten an meinem Beruf fasziniert momentan, ist, wie unglaublich divers es ist. Also ich habe mit aktiver Forschung zu tun. Ich bin auch gerade noch dabei, Daten auszuwerten. Ich bin prinzipiell auch dabei zu publizieren, also bin akademisch noch unterwegs sozusagen und kann auch meine eigenen kleinen Forschungsprojekte haben zum Thema Algen und so. Aber ich bin andererseits auch viel damit beschäftigt, anderen Menschen zu helfen. Also wenn man da vor Ort ist, es gibt das, was es gibt. Und wenn jemand was vergessen hat oder wenn was kaputt geht oder wenn man Hilfe braucht anderweitig, dann muss man sozusagen, dann ist nur das Team da, was man hat. Man kann jetzt von außen nicht so schnell Ressourcen bringen. Und ich finde, ja, also die Art von Teamarbeit, dieses im Kleinen zusammenarbeiten, um Probleme zu lösen und dieses Schnelle, man muss jetzt irgendwie mit wenig viel erreichen, das finde ich sehr erfüllend. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich glaube, es ist eines der wichtigsten Dinge, die man braucht, wenn man Meeresbiologe sein will. Oder wenn man das Thema, die Thematik interessant findet. Und ich finde auch das andersrum, dass wenn man sowas gut kann, dann fällt einem, glaube ich, Meeresbiologie relativ leicht. Und dann kann es ein sehr erfüllender Beruf sein. Genau. Brilliant. Ansonsten verbringen wir auch viel Zeit unter Wasser, wie man sich ja dann bei Meeresbiologen vorstellt. Genau. Frau Wille, darf ich dich kurz fragen? Du hattest gesagt, dass dich das Tauchen so fasziniert hat oder eigentlich auch nach Rostock gebracht hat. Habe ich das richtig verstanden, oder? Ja, absolut, genau. Was ist denn, ich meine, ich gehe auch gern tauchen, aber dann, wenn ich irgendwo in den Tropen bin, dann finde ich das toll. Was hat dich so fasziniert, eigentlich auch in diesen kalten Gewässern zu tauchen oder dass das überhaupt diese Faszination so stark war, dass du sagst, das will ich studieren, das will ich wirklich machen? Wo das ganz genau herkommt, weiß ich gar nicht so genau. Ich habe in der Schule ein Jahr in Amerika verbracht, im Austausch. Und die Schule hatte zufälligerweise, die war nicht mal am Meer. Es war in der Nähe von einem See, aber es gab, warum auch immer, ein Tauchprogramm. Und da habe ich mich nach langem Hin und Her überlegen, habe ich mich ja eingeschrieben und habe dann da meinen Tauchschein gemacht. Und ich war davon so angefixt, dass ich damit geblieben bin. Also ich glaube, am Tauchen mich interessiert, was man unter Wasser sehen kann. Aber ich glaube, das, was mich als allererstes gecatcht hat, war das Gefühl vom Tauchen. Also ich weiß nicht, ob manche von euch vielleicht schon mal tauchen waren oder auch wenn ihr schwimmen geht und wenn man unter Wasser taucht, gut, wenn man jetzt unter Wasser einfach nur zum Beispiel runterschnorchelt, dann will einen ja, wenn man mehr, wenn man positiv hochploppt sozusagen, kommt man ja immer wieder zur Oberfläche hoch. Aber wenn man taucht und man zum Beispiel einen Bleigurt anhat oder sowas, dann ist es fast unter Wasser wie fliegen. Und dieses komplett in diesem System drin sein und so auch irgendwie so direkt, weiß ich nicht, ich fand das total interessant. Und richtig cool. Ich verbringe auch sehr gerne Zeit am Meer. Ich glaube, es kam von diesen ganzen so Meeresurlaub und sowas am Anfang. Aber dann, wenn man mal tauchen ist und dann, wenn man irgendwie mal versteht, dass es eine ganz andere Welt da unten ist, die man eigentlich nur so richtig erfahren kann, wenn man tauchen geht. Also wir haben auch viele Forscher zum Beispiel, die darauf angewiesen sind, dass wir tauchen gehen und ihnen Proben mitbringen. Zum Beispiel, die forschen an, weiß nicht, Segeln oder Seestern zum Beispiel. Und die schauen sie sich dann nur im Labor an. Und wir sind aber die, die unter Wasser gehen und die Seesterne holen für sie. Ich finde immer, man versteht viel mehr über das Gebiet oder über diese Tiere, wenn man auch vor Ort sozusagen direkt erfährt, wie die leben. Weil man kann zwar Videoaufnahmen machen oder man kann Bilder machen, aber so dieses Gefühl von, wie dunkel ist es wirklich. Und hier zum Beispiel ist ein Eisberg, der gerade da eingeschlagen ist oder hier ist eine Wand oder so. Ich finde, dieses direkt in dem System drin sein, hat mich immer viel mehr reingezogen, dass man dann verstehen kann, wie das alles funktioniert. Und das mit dem Kalten, ja, ich, also
Mir ist nicht, also ich finde es nicht toll, mir ist nicht gerne kalt. Am liebsten so meine Idealtemperatur ist irgendwo zwischen 25 und 30 Grad. Also ich bin Sommermensch, ich finde Sommer am allerbesten und ja, ich weiß nicht, mich fragen auch Leute mal, ja, nee, du gehst doch aber in die Antarktis. Warum hast du jetzt hier irgendwie einen Pulli an? Ja, man ist ja trotzdem kalt. Aber ja, ich weiß nicht. Es ist anders. Es ist einfach, ja, es ist unglaublich faszinierend, wenn man vor Ort ist und es so anders ist und ja. Ich weiß nicht, ich wurde einfach irgendwie so voll reingezogen. Aber ich will deine Präsentation jetzt gar nicht den Flow unterbrechen, sonst kann man die Frage auch nachher beantworten. Aber für mich sieht es ja so aus, du hattest einfach eine Begeisterung und du hast es einfach dann beruflich gemacht. Das ist ja das, was wenige Leute wirklich tun. Viele haben eine Begeisterung, sagen, oh ja, das finde ich richtig toll, richtig spannend, dafür brenne ich vielleicht. Das ist was Exotisches, aber ich komme jetzt vielleicht nicht auf die Idee, dass ich das als meinen Beruf auswähle. Oder dann kommt dieses große Nachdenken, naja, aber. Oder dann kommen die Freunde und die Verwandten und die Familie, die sagt, na, das kannst du nicht machen, da kannst du kein Geld verdienen und so weiter und so fort. Das scheint ja alles bei dir, ich weiß nicht, ist es bei dir auch aufgetreten? Wie bist du mit solchen Sachen umgegangen? Ja, was hat Also, bewogen, das wirklich zu dem nachzugehen? Ja, das ist ja nicht ja, einfach. das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich hatte da ziemlich Glück, dass meine Familie einfach eigentlich relativ, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mich, als ich mich wirklich dafür, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mich aktiv in dem Sinne unterstützt haben, dass sie gesagt haben, ja, mach das auf jeden Fall. Aber sie haben auf jeden Fall mir nie Steine in den Weg gesetzt oder nie gesagt, ach, mach doch was Praktisches, mach doch was, was irgendwie Sinn macht oder mach doch was Zukunft hat. Ich glaube, dadurch, dass ich so früh, dadurch, ich war, als ich nach Amerika gegangen bin für meinen Austausch, war ich 14. Und ich glaube, als ich wiederkam, war meine Familie relativ entspannt damit, dass ich gehe einfach weg oder ich bin, sozusagen, war dadurch direkt schon irgendwie unabhängig. Also ich würde allen Leuten sehr ans Herz legen, Auslandserfahrung zu sammeln in irgendeiner Art und Weise, weil man dadurch eine Art von Unabhängigkeit lernt oder auch damit umgeht, dass man, also klar, ich bin unglaublich gern bei meiner Familie und ich würde auch niemals sagen, dass ich ohne meine Freunde und meine Familie und dieses ganze Supportnetz glücklich bin, aber dieses zu lernen, dass man auch auf sich allein gestellt sein kann und dass man diese ganzen Sachen machen kann. Obwohl man vielleicht am Anfang denkt, ah, nee, das kann ich nicht oder ich traue mich nicht. Man lernt es. Und wenn man für eine Zeit lang mal weg ist, dann lernt man auch, alleine zu sein. Jetzt nicht alleine im Sinne von, man vermisst alle und man ist irgendwie ein kleines Häufchen Elend, sondern alleine, man kann alleine was machen und man ist auch happy damit, mal alleine zu wandern oder man ist auch alleine mal reisen zu gehen oder so. Ich glaube, diese Unabhängigkeit war ziemlich wichtig in meiner Entwicklung und auch darin, wie meine Familie sozusagen gesehen hat, okay, ja, cool, die kann das und die geht dann halt auch weg. Und ich bin relativ früh ausgezogen, um zur Uni zu gehen. Ich war erst 17 und irgendwie auch ja, dann so früh, dass man halt auf sich alleine gestellt ist und man geht dann weg und macht erstmal. Ja, und dann kam das so Stück für Stück. Also ich bin dann im Bachelor war ich ein paar Mal auf irgendwelchen Exkursionen sozusagen in der Uni, also vielleicht mal ein paar Tage weg. Und dann war ich, wie gesagt, für ein paar Monate in Tromsø. Das war, glaube ich, so ein schneidender Punkt für mich. Das habe ich für mich selber organisiert und habe selber gesagt, so, das mache ich und habe mich auch um alles gekümmert und habe meine eigenen Flüge organisiert und habe mich dann auch um Wohnungen gekümmert und so. Und das war schon nicht ohne. Und da gab es auch Momente, wo ich dachte, oh nee, das kann ich nicht. Aber wenn man mal durch sowas durch ist, dann hat man auch viel mehr Selbstbewusstsein, einfach zu machen, was man möchte. Und für mich kam auch irgendwie nie in Frage, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen realitätsfern oder ein bisschen naiv, aber für mich kam auch nie in Frage, dass das, was ich machen möchte und das, wofür ich mich interessiere, nicht das ist, was ich mal arbeiten werde. Also die Vorstellung, in einen Job reinzukommen, der mich nicht erfüllt, nur um Geld zu verdienen, war für mich irgendwie noch nie ein Konzept. Also es war nie was, mit dem ich mich irgendwie auseinandergesetzt habe. Das vielleicht auch, weil ich glücklich war und dass ich immer das erreicht habe, was ich wollte. Aber genau. Ja. Und dann kam das irgendwie so Stück für Stück. Aber die Entscheidung zu überwintern war für mich, ich glaube, ich habe nicht so lange darüber nachgedacht. Ich habe es einfach gemacht. Aber es war für meine Familie sehr schwierig. Und es war für manche Freunde von mir auch sehr schwierig. Es sind auch ein paar Kontakte daran kaputt gegangen, die gesagt haben, ich verstehe das nicht. Warum gehst du für 1,5 Jahre weg? Du gehst für 1,5 Jahre ins Eis. Bist du verrückt? Ihr habt dann nichts so. Wenn du dir ein Bein brichst, was machst du dann? Oder wenn, weiß ich nicht. Also manche Menschen, für die war das sehr schwierig zu akzeptieren, dass ich einfach
so eine Entscheidung treffe und irgendwie meinen eigenen Weg gehe. Und die haben das teilweise auch sehr als sehr persönlich genommen, dass ich einfach weggehe, dass ich einfach mich traue, so wegzugehen. Genau. Aber ja, in den 1,5 Jahren, die ich in der Antarktis überwintert habe, habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt. Und ich war, glaube ich, auch am Anfang noch relativ naiv zu vielen Dingen und habe einfach so, ich glaube, ich habe einfach nicht so genau drüber nachgedacht und habe es eher einfach gemacht. Ja, aber ich würde auf jeden Fall allen Leuten empfehlen, es ist sehr, sehr viel, man lernt sehr, sehr viel, wenn man sich in Situationen begibt, die ein bisschen außerhalb seiner Komfortzone sind. Kann man unglaublich viel lernen. Und meistens, man lernt unglaublich interessante Menschen kennen. Und manchmal fällt man vielleicht ein bisschen auf die Schnauze, aber häufig lernt man dadurch viel mehr und ist dann beim nächsten Mal, wird es viel besser. Und schlimmstenfalls geht man einfach wieder nach Hause. Ja, also ich muss nur kurz sagen, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bitte stellt Fragen, weil ich kann hier stundenlang fragen. Ich finde das toll, ich mag Meer, ich mag Tauchen, ich mag das Eis und ich mag immer Leute, die einfach gemacht haben, worauf sie Lust hatten und nicht so viel nachgedacht haben. Das ist manchmal, und wie du sagst, Aurelia, man kann einfach Entscheidungen auch wieder verändern. Man kann studieren und eines Tages feststellen, sagen, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich mache was anderes. Das Leben ist dafür lang genug. Das sind Wege, die sind unkonventionell. Aber ich finde genau diese Wege extrem spannend. Und ich bin total happy, dass du aus so einer persönlichen Sicht davon erzählen kannst, weil sonst sind es oft so theoretische Möglichkeiten, aber das macht man nicht und das kann man ja nicht machen, aber da ist jemand, der macht das oder die hat das gemacht oder lebt das einfach und das finde ich total wertvoll. Ja, also dazu muss ich sagen, es war auch so ein Glücksfall, dass ich überhaupt zu diesem ersten Mal zur Antarktis gekommen bin. Ich war auf Expedition in Chile und da war ein anderer Teilnehmer aus der Expedition, der sich gerade auf was beworben hat. Und ich habe nur zufälligerweise über seine Schulter geguckt und meinte, worauf bewirbst du mich da? Meinte er, ja, einen Job im British Antarctic Survey. Und ich sagte, ja, sowas kriegt nie jemand. Das sind so utopische Jobs, die man so im Fernsehen sieht. So, ja, jemand geht in die Antarktis, sowas passiert eh nicht. Und meinte, es gibt auch einen Job als Meeresbiologe, sollst dich mal bewerben. Ich sagte, nee, mache ich nicht. Und ich hätte es fast nicht gemacht. Also ich habe ganz lange einfach das ignoriert und dann wurde der irgendwie, da habe ich gedacht, ja, okay, gut, vielleicht mache ich es doch und jetzt davon wissen bestimmt nicht so viele Leute. Und dann habe ich gesehen, dass es auf Facebook gepostet war. Und dachte ich, okay, jetzt weiß es wirklich jeder. In so einer Meeresbiologie-Gruppe, die irgendwie, weiß ich nicht, Millionen Follower hat. Dachte, ja, jetzt ist eh egal. Und dann hat mich die Person doch ziemlich darin unterstützt, mich doch zu bewerben. Und dann habe ich mich beworben und dann habe ich den Job gekriegt. Und dachte, ja, toll, was mache ich denn jetzt? Und aber zu dem Zeitpunkt war mir klar, dass ich entweder mich da jetzt darum kümmere, mir eine Doktorandenstelle zu besorgen, oder ich mache das. Und wenn ich das jetzt mache, das sind halt 1,5 Jahre, na gut, dann gucken wir mal. Und wenn es nicht gut ist, dann kann ich danach immer noch was anderes machen. Ich war zu dem Zeitpunkt 24. Verliert man halt irgendwie, schlimmstenfalls verliert man 1,5 Jahre, aber oder es ist nur eine coole Erfahrung und dann macht man halt was anderes. Also ich glaube, an Tipps würde ich auf jeden Fall geben, also ja, man sollte auf jeden Fall wissen, wann man Nein sagen soll. Aber in vielen Situationen sollte man vielleicht, auch wenn man nur so ein kleines bisschen denkt, ach, kann ich nicht vielleicht einfach mal nicht Nein sagen, sondern einfach mal gucken, wohin es einen führt und mal schauen. Und ich glaube, sehr viele Leute haben, was im Englischen heißt Imposter-Syndrom, also dass man denkt, ja, aber ich bin jetzt hier nur hingekommen, weil ich voll glücklich war und eigentlich bin ich hier überhaupt gar nicht qualifiziert genug oder was mache ich denn jetzt überhaupt hier? Es sind doch die anderen viel besser und ich kann das alles nicht. Und wenn dich jemand auserkoren hat, so einen Job zu machen oder dir jemand was anbietet, dann wird es schon seinen Grund haben. Und ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass, ich will es nicht unbedingt in eine Frauen-Männer-Diskussion führen, aber für alle, die, also es gibt viele Studien dazu, die zeigen, dass Frauen sich nur auf Jobs bewerben, wenn sie mit 100% der Anforderungen übereinstimmen oder dass Männer sich schon darauf bewerben, wenn sie nur mit 60% der Anforderungen übereinstimmen. Also wenn man nicht denkt, dass es klappt, einfach mal machen, weil es geht bestimmt allen Leuten so. Ja, Hanna. Ich weiß nicht. Hanna, du wolltest fragen? Ja, wir können dich nicht hören. Sonst schreit es im Chat. Okay, sonst machen wir einfach mal weiter, bis wir die Frage haben, oder? Würde ich mal vorschlagen.
Ja, also ich habe keine Bilder mehr. Ich kann noch zu anderen Bildern zurückgehen, aber ja, ich kann auch noch grundsätzlich was zu Meeresbiologie erzählen. Also ich weiß nicht, viele Leute... Diese Männer-Frauen-Thema wolltest du eigentlich noch anschneiden. Ach so, ja, ich wäre ja jetzt gar nicht mehr so weiter. Zu dem Thema kann ich stundenlang reden. Ich will es jetzt hier aber nicht unbedingt. Aber vielleicht kurz einfach auch. Ich habe ein bisschen in der Vorbereitung mal ein paar Bilder gegoogelt, auch wo du in dieser Forschungsstation warst. Und das sieht ja auch aus, wie wenn dort der Großteil Männer wären. Ich weiß nicht, ob das so war. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch nicht immer ganz easy. Da muss man vielleicht auch mal als Frau ein bisschen tough sein. Dann ist natürlich dieser Dauerbrenner irgendwie Frauen in den Naturwissenschaften, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, das immer so hochzuhalten, ist was anderes. Und das Dritte ist natürlich auch zu sagen, warst du jetzt eigentlich so die prädestinierte Schülerin für die tolle Wissenschaftskarriere? Also die drei Fragen hätte ich, vielleicht würde ich jetzt mal an dich stellen und danach nehmen wir das von Hanna dran. Okay, also zu der Frauenthematik kann ich auf jeden Fall sagen, ja. Das stimmt. Also wir waren, glaube ich, diese Saison 160 Personen. Von denen waren, glaube ich, weniger als 20 Frauen. Teilweise schwierig. Ich habe, meine Überwinterungsgruppe waren 27 Leute und wir waren 5 Frauen. Also man ungefähr immer so ein Fünftel Frauen. Viel hängt davon ab, dass die Personen, die auf Station sind, die meisten sind aus dem technischen Bereich, also Elektriker, Klempner, Maschinenfahrer, also alles Mögliche an, also dass wir da überhaupt sein können, hat viel mit Maschinen zu tun, also um den ganzen Schnee hin und her zu schieben, Schneemobile, Traktoren, das Ganze, das muss natürlich, also das heißt, wir haben viele Mechaniker, wir haben viele Fahrer, die speziell ausgebildet sind, mit so großen Maschinen zu fahren, die meisten kommen aus dem Agrarbereich, aus dem Landwirtschaftsbereich. Und das sind natürlich alles sehr männlich dominierte Felder. Und da, wo wir die meisten Frauen kriegen, ist in der Tat in der Wissenschaft. Mhm. Also bei mir im Labor ist es meistens eher halbe-halbe an Männern und Frauen. In der Stationsleitung, würde ich sagen, ist es auch halb-halb, ob es männlich oder weiblich ist. Mhm. Unser Stationsarzt ist eher, würde ich sagen, häufiger in den letzten Jahren eine Frau gewesen als ein Mann. Genau, aber ansonsten, ja, also die meisten, die technischen Berufe sind halt sehr, sehr männlich dominiert. Und ich glaube, daher kommt dieser, dass es Richtung Männer sich lehnt. Und im Sommer gerade, also jetzt im Winter ist es eine Sache, aber im Sommer sind es natürlich auch Personen, die halt entspannt auch mal ein halbes Jahr weggehen können. Und wenn man, sobald man Familie hat, ist es wahrscheinlich ja eher, dass die Frau nicht so entspannt das halbe Jahr weggeht und der Mann eher. Also wir haben zum Beispiel auch... viele Leute, die Familie haben, zum Beispiel Männer, die dann halt 1-2 Kinder haben oder wie auch immer, die können dann trotzdem für 3-4 Monate in die Antarktis gehen und da auf Station ihren Job ausüben und gehen dann halt wieder zurück. Das ist natürlich schwieriger für Frauen. Und wir haben auch viele, die auf Station gearbeitet haben, die gehen dann nach Hause, werden dann irgendwie im Sommer schwanger oder so und können dann natürlich nicht zurückkommen. Genau. Also das ist schon ein Problem. Was auch versucht wird, aktiv gegenzusteuern, aber naja, wenn es keine weiblichen Elektriker gibt, dann kann man auch keine weiblichen Elektriker einstellen. Und das ist dann eher eine Reflexion des Gesellschaftsproblems als des Problems der Antarktis an sich. Ja, aber es ist manchmal ein sehr interessantes Arbeitsfeld. Da gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun, aber es wird immer besser. Okay. Genau. Ja, was muss man denn als Frau mitbringen, damit man dort nicht untergeht und damit man sich auch wohlfühlt? Was ist denn gut, wenn man irgendwie mitbringt? Naja, also ich würde sagen, man muss halt einfach in seine eigene Person stehen. Man darf sich einerseits nicht darauf verlassen, dass nur weil man eine Frau ist, dass einem geholfen wird. Andererseits sollte man aber auch nicht zu allergisch drauf reagieren, wenn einem jemand helfen will. Um das einfach so zu sagen, man muss viel Geduld mitbringen, weil es gibt sehr viele Stereotypen, es gibt sehr viele, gerade aus manchen Bereichen, es gibt aus manchen Bereichen sehr viele Männer, die vielleicht jetzt noch nicht so viel mit Frauen zusammengearbeitet haben oder die noch relativ konservative Ansichten haben. Und da muss man einfach unglaublich viel Geduld mitbringen und da langsam vorgehen. Und ist gut, wenn man eine starke Persönlichkeit ist. Aber andererseits, man sollte aber auch nicht in einem Arbeitsfeld eine starke Persönlichkeit sein müssen, nur um als Frau. Also sollte sozusagen das Arbeitsumfeld sollte auch so sein, dass Leute, die nicht so eine starke Persönlichkeit haben und Leute, die vielleicht ein bisschen ruhiger sind und Leute, die vielleicht ein bisschen sensibler sind, dass die trotzdem
nicht untergehen und dass sie trotzdem ihre Arbeit ausüben können. Aber es hilft auf jeden Fall. Es hilft, wenn man nicht auf den Mund gefallen ist. Genau, und wenn man, ja, wenn man einfach, wenn man eine sehr praktische Ader hat und einfach geht und macht, das hilft auf jeden Fall. Genau. Aber Geduld, ich würde sagen, Geduld muss man auf jeden Fall viel mitbringen für seine Kollegen. Genau. Und mit Frauen in Forschungs-, in Wissenschaften, ja, ist sehr interessant, weil in meinem Bachelorstudiengang und in meinem Master war es beides hauptsächlich Frauen. Also ich glaube, die Statistiken sind so, dass im Bachelor, Master, Doktoranden sind mehr Frauen als Männer, gerade in der Meeresbiologie. Im Postdoc fängt es dann an zu schwanken und sobald wir dann höhere, also Senior Scientist, festangestellte Wissenschaftler, Professoren gehen, ist es komplett umgedreht und dann sind es hauptsächlich Männer in höheren Positionen, also in Forschungsinstituten sowohl als auch in der Universität. Und viel, viel davon hängt mit Familie zusammen. Also es geht halt sozusagen bis zu einem gewissen Punkt, sind die Frauen unglaublich produktiv, sind unglaublich gut in der Karriere. Dann kommt irgendwann der einschneidende Punkt, Familienplanung. Und dann ist die Wissenschaft halt ziemlich, ziemlich na, wie heißt es? Nicht familienfreundlich oder was meinst du? Ja, nicht familienfreundlich, die also ziemlich unnachgiebig. Also du wirst halt raus, wenn du nicht zwei, drei Jahre rausnimmst und nicht publizierst, bist du raus. Also da muss man halt, da kann man sich so irgendwie, ja, ich gehe mal ein Jahr auf Mutterschaftsurlaub oder so, das kann halt das Karriere aus dann sozusagen sein. Oder es macht es sehr schwierig, da wieder reinzukommen, weil so viel von unten nachgedrückt wird und so wenig Geld und Finanzierung gerade für Meeresbiologie gibt, weil es nicht. Also Meeresbiologie ist halt im Endeffekt Wissenschaften, die gut finanziert sind, sind Sachen, die eine praktische Anwendung haben und für die Industrie gut sind. Also Pharma, Biochemie, Medizin, alles, was mit Engineering zu tun hat, Physik. Aber halt jetzt nicht irgendwelche skurrilen Physiksachen, sondern so richtig angewandte Physik, alles, was angewandt ist. Und Meeresbiologie ist so ein bisschen nice to have. Also es ist cool und es ist schön, aber im Endeffekt der Hauptgrund, warum wir das machen, ist, um das Meer zu schützen. Und damit verdient man ja kein Geld. Mhm. Und deshalb ist es dadurch, durch diesen finanziellen Druck, es ist, und dadurch, dass so viele Leute das machen wollen, weil es so schön aussieht, ist es ein ziemlich schwieriges Feld, um drin zu bleiben, wenn man sozusagen eine Karrierepause macht, wenn man Familie hat. Noch die Frage, warst du eigentlich eine gute Schülerin oder nicht? ich war eine gute Schülerin, ja. Also man muss nicht eine gute Schülerin sein, ich war eine gute Schülerin, ja. Kann ich jetzt leider nicht, aber hätte man jetzt nicht gebraucht. Also ich glaube, in meinen Bachelor wäre man reingekommen mit einem 2,6er-Abi oder so. Mhm. Genau. Okay. Ja. Und dann ging es später eher um so praktische Erfahrungen und sowas, so ein bisschen. Also, genau. Cool. Oh, wir haben ganz schön viele Fragen gekriegt. Ja, jetzt kommen ein bisschen die Fragen rein. Dann fangen wir eigentlich der Reihe nach einfach an. Hanna ist übrigens die größte Wahlfreundin dieser Welt, das muss man vielleicht sagen. Sie schreibt, ich habe auch 4 Jahre in Norwegen gewohnt und fand die Dunkelheit eine ziemliche Herausforderung. Wie geht es dir damit? Ja. Wie geht ihr Team auch damit um? Ja, das ist was nicht viele Leute, wo sich nicht viele Leute darüber Gedanken machen. Ist schwierig. Also ich kann mir das vorstellen, wenn du es für 4 Jahre gemacht hast, Hut ab. Ich fand es sehr schwierig. Also im Sommer 24 Stunden lang hell über die mittleren 6 Wochen und dann fängt es an, so ein bisschen abzuebben. Und dann über den Winter kommt die Sonne 6 Wochen lang nicht über den Horizont. Also es ist nicht dunkel, also es ist nicht den ganzen Tag Nacht, aber es ist so, es ist immer grau und es ist immer so ein bisschen dämmerig. Genau. Und am Anfang, man merkt nicht, was es mit einem tut. Man merkt erst, wenn die Sonne wieder, ich habe erst, als die Sonne wiedergekommen ist, gemerkt, wie energielos ich war, wie unglaublich, wie knatschig ich war, dass ich nicht so gut geschlafen habe. Man hatte, viele von uns hatten ziemlich extreme und ziemlich absurde Träume. Also ziemlich, also dunkle, düstere Träume, so grausam und alles. Also es macht schon ziemlich was mit der Psyche. Manche Menschen können damit relativ entspannt umgehen, aber es gibt auch viele Leute, die damit wirklich nicht umgehen können. Und ich glaube, es tut sich langsam so ein bisschen was. Ich glaube, das wurde jetzt auch, hat sich auch durch Lockdown und sowas alles gezeigt. Es tut sich ein bisschen was, dass Leute oder dass die Gesellschaft mehr anerkennt, dass mentale Gesundheit und sowas eine Thematik ist. Aber es gerade in der Antarktis sehr schwierig, weil man ja nicht nur die Dunkelheit hat, die mit verschiedenen Leuten verschieden viel macht. Und bis man
das nicht erlebt hat, kann man das auch nicht vorhersehen. Also ich habe immer gedacht, ja, ich bin total offener Mensch, ich bin relativ entspannt so und komme eigentlich mit allem ganz gut klar. Aber man weiß es vorher nicht, bis man das erlebt hat, was es mit einem tut. Und im Gegenteil, auch 24 Stunden Licht ist auch nicht leicht, weil man gerade, wenn man passioniert seiner Arbeit nachgeht, wenn es um 8 noch hell ist, klar, ich bin auch bis 8 noch im Büro. Und dann geht man halt essen. Und danach macht man irgendwie noch, geht man noch 2 Stunden Skifahren oder 3 Stunden. Oder man macht noch irgendwas und dann geht man irgendwann erst um 2 ins Bett. Und dann steht man am nächsten Tag aber trotzdem wieder um 7 auf. Und man, ja, also ist schon krass, was das mit dem Biorhythmus macht und irgendwie, dass es einen so im Sommer so komplett mitnimmt und man so unglaublich viel Energie hat. Und dann bricht man auch irgendwie ziemlich ein. Also man muss da sehr, man muss schon ziemlich viel Selbstdisziplin haben, glaube ich. Und man darf sich auch nicht so mitziehen lassen, jetzt zum Beispiel im Sommer, dass man zu lange aufbleibt, und im Winter muss man gut aufpassen, dass man halt auch mit Leuten vielleicht auch mal mehr checkt, so, ey, wie geht's dir? Ist bei dir alles okay? So, bei mir ist vielleicht nicht so gut. Wie geht's dir damit? Also Kommunikation und dass man auf sein Team so ein bisschen aufpasst, ist auch unglaublich wichtig. Würdest du auch sagen, dass dieses Thema Lagerkoller bei euch über die vielen Wochen und Monate relevant war? Wie habt ihr das definitiv. Oder definitiv, ja. Ja. Also es hilft schon, wenn man ein gutes Team hat. Und ich würde sagen, das ist jetzt nicht mal unbedingt in der Antarktis. Das hat auch, wenn man, sobald man auf Expedition fährt, wenn man auf einem Forschungsschiff ist und man ist irgendwie nur zu viert unterwegs und dann einem kleinen Tauchteam. Ja, gute Kommunikation. Es ist so abgedroschen, wie das ist auf jeden Fall das Allerwichtigste. Und man sagt lieber, ey, mir geht alles gerade ziemlich auf den Keks. Ich nehme mich jetzt mal raus für eine Stunde und dann kommt man wieder, als statt, dass man es in sich reinfrisst und dann sich daran selber kaputt macht. Ich habe jetzt auch über die letzten 5 Jahre, die ich jetzt in der DAX gearbeitet habe, auch sehr für mich herausgefunden, dass so Self-Care auch unglaublich wichtig ist. Also, dass man einfach auch auf sich selbst guckt und nicht nur gibt, sondern dass man irgendwann auch mal sagt, stopp, ich brauche jetzt auch einfach mal einen Abend, wo ich nur bei mir in meinem Zimmer sitze und ein Buch lese. Oder ich muss auch einfach mal, ich kann jetzt nicht noch hören, was diese Person zu sagen hat oder dass der schlecht geht und dass man für jeden da ist. Man muss auch manchmal einfach gucken, wie geht es denn mir? Kann ich noch was geben? Ist mein Glas leer oder ist mein Glas noch voll? Also ich habe immer so diese Analogie aus irgendeinem, weiß nicht, Mental Health Trainingskurs mal genommen oder so. Man kann nur, wenn man macht, man ist ein Glas und man hat nur so viel, wie drin ist. Und man kann nur so lange geben, bis es leer ist. Und wenn es leer ist, kann man nicht geben. Und irgendwann muss man es auch mal auffüllen. Und man kann nur selber sozusagen das wieder auffüllen mit irgendwelchen schönen Erlebnissen mit Freunden oder mal einen Abend ein Buch lesen oder mal einen schönen Wandern gehen oder irgendwas. Und man muss, ja, das ist auf jeden Fall wichtig, wenn man entweder im Ausland lebt oder unterwegs ist oder auf Expedition oder irgendwie sowas macht, immer auch so ein bisschen auf sich selber gucken, dass man sich nicht komplett kaputt arbeitet und dann zerbricht. Danke. Dann gab es hier eine Frage, ich lese die einfach vor. Hier hieß es eben, Auslandserfahrungen wären super wichtig. Kannst du da ein Land nennen, das besonders gern auf dem Lebenslauf gesehen wird und wo man parallel direkt Erfahrungen im Bereich der Meeresbiologie sammeln könnte? Gute Frage. Würde ich sagen, kommt ziemlich drauf an, an was du meeresbiologisch interessiert bist. Also es gibt sozusagen so ein paar Länder, die eher rausstechen, für verschiedene Gebiete. Also wenn es zum Beispiel um tropische Sachen geht, dann natürlich die Länder. Es gibt auch so ein paar Länder, die sozusagen Standardländer sind. Die sind jetzt vielleicht nicht ganz so interessant. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, mal ein paar Monate in Thailand gewesen zum Tauchen. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so, wird es vielleicht nicht ganz so relevant angesehen, als wenn man sagt, man war irgendwie mal 3 Monate auf Elba. Auf Elba gibt es zum Beispiel ein gutes Forschungsinstitut, wo man auch relativ entspannt Praktika machen kann zum Beispiel, oder Mittelmeerraum, würde ich sagen, ist ganz gut, weil da die sozusagen die Qualität der Lehre relativ gut ist und es nah genug ist und dadurch vielleicht finanziell ganz entspannt ist, wenn man das Geld dazu hat und irgendwie reinkommt. Australien, Neuseeland sind großartig für Meeresbiologie, auf jeden Fall. Kommt auch so ein bisschen drauf an, woran man dran interessiert ist. Also wenn es um Kaltwasserforschung gibt, dann kann ich England und Norwegen sehr empfehlen für solche Dinge. Also ich würde immer so ein bisschen gucken, wie der Standard der Lehre sozusagen ist versus woran man interessiert ist. Aber wenn man auch mal einfach nur so ein bisschen, weiß ich nicht, einfach schön am Meer sein will oder so, dann gibt es unglaublich viele Praktika, die man machen kann
im Karibikraum und so. Aber da würde ich persönlich immer sagen, das ist jetzt so ein bisschen meine eigene Moralansicht oder mein eigenes ethisches Angucken. Es gibt sehr viele Praktika, die unbezahlt sind, gerade jetzt im tropischen Raum. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, kostenlose Ausbildungen zu Dive Master oder sowas zu bekommen im tropischen Raum. Da muss man immer sehr gut aufpassen, dass man entweder sich nicht zu sehr ausnutzen lässt. Das ist ein großes Problem in der Meeresbiologie, weil es so überlaufen ist und so viele Leute an Walen interessiert sind, an Meeresschildkröten interessiert sind, an Delfinen interessiert sind. Dadurch, dass es so einen großen Pool gibt, müssen die Organisationen euch nicht bezahlen. Aber eure Arbeit ist natürlich was wert. Und man ab einem gewissen Punkt muss man halt gucken, dass man sich nicht mehr sozusagen einfach ausnutzen lässt und dann freiwillige Volontärdinge macht, ohne dass man bezahlt wird oder dass man auch noch dafür bezahlen muss. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und Punkt zwei ist, gerade wenn es jetzt um Tauchausbildung geht und sowas, ist es natürlich immer super, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt nicht so viel Geld und dann kann ich mir nach Thailand gehen und arbeite da 6 Monate und kriege dafür meinen Dive Master am Schluss. Prinzipiell alles gut. Aber erstens wird man auch da ziemlich ausgenutzt von den Tauchschulen und andererseits muss man halt auch immer gucken, naja, wenn ich da jetzt für 6 Monate arbeite, unbezahlt, heißt es ja, dass eine Person vor Ort nicht bezahlt wird und die ökonomische Situation für die Menschen vor Ort ist ja auch nicht so einfach. Und da, finde ich, muss man immer so ein bisschen gucken und muss halt auch so ein kleines bisschen Verantwortung für sein europäisches Privileg nutzen, dass wir dadurch, dass die Möglichkeiten, die wir haben, wir sind ja schon sehr privilegiert, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt individuell aus einem privilegierten Hintergrund kommen. Aus deutscher Sicht sind wir weltweit schon ziemlich privilegiert und gerade was jetzt Meeresbiologie angeht, ist dadurch sehr viel im Entwicklungsländerraum stattfindet, muss man da auch so ein bisschen, finde ich, hat man so ein bisschen eine moralische Verantwortung, dass man jetzt nicht unbedingt in Länder geht und da sozusagen auch noch die, weil man wenn man umsonst arbeitet, da die sozusagen die Lebensgrundlage von anderen Menschen so ein bisschen unterminiert, meine ich. Dann nächste Frage. Du hast ja erst Biologie studiert und dich dann erst auf Meeresbiologie spezialisiert. Würdest du das so auch weiterempfehlen oder sollte man sofort mit Meeresbiologie anfangen? Ah, gute Frage. Die Diskussion hatte ich erst vor ein paar Tagen mit jemandem. Ich würde immer empfehlen, erst eine gute Basis in Biologie zu haben und dann zu Meeresbiologie zu gehen. Braucht man auch nicht unbedingt Biologie sein. Man kann auch Chemie studieren oder Physik oder wie auch immer. Ich habe viele Freunde, die mit mir studiert haben, die mit mir Biologie studiert haben und danach nicht in den Meeresbiologie-spezifischen Master gekommen sind. Die haben dann was anderes studiert, zum Beispiel Zoologie oder Artenkenntnis oder sowas und sind dann im Endeffekt rückwärts wieder in die Meeresbiologie reingekommen. Also es ist immer einfacher, sich breit zu fächern und eine gute, solide Grundlage zu bekommen und in die Meeresbiologie reinzukommen, ist total einfach über verschiedene Sachen. Du kannst zum Beispiel, Meeresbiologie ist zwar so ein Begriff, aber es ist ja alles unglaublich interdisziplinär. Wir haben viele Leute, die sich zum Beispiel mit Meereschemie beschäftigen. Die sind eigentlich Chemiker, arbeiten aber trotzdem in unserem Forschungsinstitut. Oder Physiker, die sich mit Strömungen beschäftigen. Oder Leute, die eigentlich aus der technischen Forschung kommen. Also vielleicht, Materialforschung gemacht haben oder sowas in die Richtung. Und Meeresbiologie ist so eine Art riesengroßer Melting Pool, der ganz viele Leute zusammenbringt, weil die alle übers Meer forschen. Aber die eigentliche Meeresbiologie an sich, Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt eine gute Idee ist, damit anzufangen. Ich glaube, es ist besser, Biologie zu studieren. Ich merke jetzt auch immer wieder, dass so, wenn ich mit Kollegen zum Beispiel zusammenarbeite, die direkt in Großbritannien zum Beispiel, kann man ganz entspannt Meeresbiologie als Bachelor studieren. Wenn ich denen irgendwas von Artenkenntnis erzähle und sage, das ist ja die und die Familie oder das weiß ich, weil, weiß ich nicht, die sind verwandt mit den Landtieren oder so. Die haben keine Ahnung, weil die halt nie Zoologie studiert haben. Oder denen fällt es unglaublich schwer, so Taxonomie von Pflanzen oder deren biochemisches Verständnis ist nicht so gut. Was zum Beispiel, wie die Enzyme funktionieren oder sowas. Also ich glaube, breit fächern, erstmal eine gute Basis und dann in die Meeresbiologie reingehen, ist besser, als wenn man direkt Meeresbiologie anfängt. Aber wenn man schon weiß, dass man da hingehen will, dann während der Grundlage schon mal so ein bisschen reinzuschnuppern und hier irgendwie da so ein paar Praktika zu machen, das ist, glaube ich, eine sehr gute Kombination. Danke. Wenn ihr denkt, die Fragen von euch sind nicht ausreichend beantwortet, dann fragt natürlich gerne nach, ne? Ist klar. Nächste Frage. Und wie viele Stellen gibt es denn so für Meeresbiologen? Also gibt es
viele Angebote und Forschungsgebiete oder gibt es nicht so viel Bedarf für Meeresbiologen? Das ist, glaube ich, die Krux eines jeden Meeresbiologen oder das Problem. Es ist unglaublich unglaublich viel Angebot. Nein, also unglaublich viele Leute, die es machen wollen und sehr wenig Bedarf. Also Festanstellungen im meeresbiologischen Bereich sind extrem schwer zu bekommen. Gut, das ist jetzt grundsätzlich in der Forschung so. Also es ist mehr und mehr, dass es in der Forschung ist, auch in der chemischen Forschung oder im technologischen Bereich oder so, das ist Festanstellung. Es sei denn, man arbeitet für Unternehmen, also in der freien Marktwirtschaft, dann sind Festanstellungen einfacher. Aber wenn man zum Beispiel an Universitäten ist oder an Forschungsinstituten, sind Festanstellungen unglaublich schwer zu bekommen. Das liegt einfach daran, dass es immer weniger Geld für grundlegende Forschung gibt und das Ganze nur an sozusagen ökonomische Ziele gebunden ist. Also wenn es ein Produkt dabei rauskommen soll, dann ist halt mehr Geld da, als wenn es jetzt nur um der Forschung, um der Forschungswillen geht. Und dadurch ist halt unglaublich viel Unsicherheit drin. Also die meisten Leute, die ich kenne, die haben halt so 3-Jahres-Projektstellen oder so. Und das macht ja schon sehr viel aus. Dadurch hat man ein sehr unsicheres Leben sozusagen. Wenn man immer von Projektstelle zu Projektstelle geht, da ist halt sehr viel Unsicherheit. Kann man jetzt Familie gründen? Kann man jetzt ein Haus kaufen hier und da? Ja, also Forschungsgebiete gibt es unglaublich viele, aber es gibt nicht so viele Stellen. Und die Stellen, die es gibt, sind ziemlich hart umkämpft. Ja, also es ist schon nicht so einfach, in die Meeresbiologie reinzukommen. Vor allem halt in Sachen wie zum Beispiel tropische Meeresbiologie, die halt unglaublich, also naja, im Endeffekt, das wäre halt der Traum von jedem, irgendwo in den Tropen an Korallen zu forschen oder mit Meeresschildkröten oder so. Also man sollte sich davon, finde ich, nicht unbedingt abhalten lassen. Ich wusste auch, bei uns im Studium hieß es immer, da haben sie immer gesagt, so, im ersten Semester, gucken Sie nach links, gucken Sie nach rechts. Einer von Ihnen wird Meeresbiologe, höchstens. Und gucken Sie schon mal, haben Sie einen Führerschein? Werden Sie Taxifahrer? Also es war von Anfang an eher so der Realitätscheck. Seid ihr schon sicher, dass ihr das wirklich wollt? Und dass ihr im Zweifelsfall halt auch, dass ihr im Zweifelsfall halt vielleicht auch mal durch ein paar Durchstrecken durchgeht, weil es halt nicht sicher ist, dass man einen Job bekommt. Aber deshalb ist es halt auch besser, wenn man sich halt nicht direkt auf Meeresbiologie fokussiert, sondern vielleicht so ein bisschen was Breiteres, Gefächertes macht. Weil ich meine, ich bin jetzt auch nicht direkt in der Forschung mehr. Ich liebe die Wissenschaft, aber ich habe für mich gemerkt, dass Universität und Forschung, so wie sie momentan strukturiert ist, nicht mein Ding ist. Dieses Geldern hinterherjagen und Publikationen rausschieben und so, das ist nicht das, wofür ich brenne. Ich bin eher jemand, der gerne sieht, wie andere Menschen ihre Forschungsprojekte durchführen können und der eher Bock drauf hat, andere Leute zu unterstützen und irgendwie so ein bisschen praktisch am Ball bleibt. Also es gibt ganz viele Karrieren, die um die Wissenschaft rum sind und die sich auch damit beschäftigen und die um die Meeresbiologie rum sind. Aber man muss, glaube ich, so ein bisschen offen bleiben, gedanklich. Und man darf sich nicht zu sehr darauf fokussieren, ich will unbedingt auf den Kanaren an Meeresschildkröten arbeiten. Eine Festanstellung und am Strand leben. Das ist halt utopisch, sowas gibt es nicht. Und man muss immer irgendwie Kompromisse finden. Aber so was mit mir arbeiten, gibt es auf jeden Fall viele, viele Jobs. Und ich glaube, es ist jetzt gerade auch viele Sachen, die eher so am Interface sind zwischen Forschung und Industrie. Also dass man zum Beispiel Windfarmen, die im Meer gebaut werden, zum Beispiel, da gibt es ganz viele Jobs, die so Gutachtung machen von den Ökosystemen. Also dass man Gutachten zum Beispiel schreibt und dann hingeht und die sozusagen den Meeresboden rundherum beprobt und untersucht, was für Arten gibt es da, werden die jetzt negativ durch diese Windfarmen beeinflusst oder nicht, dass man sich solche Sachen anguckt. Sowas wird ganz viel sein, auch in Richtung Essen aus dem Meer, Fischerei, solche Sachen gibt es ganz viel, die so ein bisschen so halb-halb sind, aber so reine Forschung, nur damit man irgendwie besser versteht, wie der Delfin lebt, da gibt es jetzt nicht so viel, da muss man leider ein bisschen realistisch sein. Ich meine, das trifft ja nicht nur auf die Meeresbiologie zu, gibt ja auch, kam gerade aus Geografie, mir ist auch eingefallen, sowas wie Vulkanologie und all diese Sachen, das ist alles ein bisschen exotisch, aber wenn sich alle davon abhalten lassen, dann gibt es auch niemanden mehr. Also ich glaube, das ist schon gut, da ein bisschen was zu probieren. Auf jeden Fall. Ja, okay, da gibt es eine Live-Frage, die würde ich mal kurz vorziehen. Jonas, bitte. Genau, ich hätte jetzt dazu auch noch eine Frage.
Weil, was kann ich jetzt außer der Forschung noch alles als Meeresbiologe arbeiten dann nach dem Studium? Ja, also genau, du kannst entweder in der Forschung bleiben oder du gehst in Unternehmen, die zum Beispiel jetzt so Gutachten machen. Davon gibt es unglaublich viele. Also so Gewässerbegutachtung, Küstenschutz, Fischerei, Fischereibestandsaufnahme ist ganz viel. Also wie heißt denn das? Welches? Es gibt das Thüneninstitut das ist in Deutschland, das ist in Hamburg. Die beschäftigen sich zum Beispiel so mit also Fischereibestandsaufnahmen und dann sind auch die, die sozusagen die Quoten setzen für die Fischerei und es geht dann in Richtung Politik. Also man kann auch in solche Richtungen gehen, wenn einen das interessiert. Meeresschutz kann man ganz viel machen. Da kann man auch, wenn man sozusagen kein Problem damit hat und das richtige Gehirn dafür hat, was ich definitiv nicht habe, sich mit rechtlichen Dingen auseinanderzusetzen, gibt es da unglaublich viel zu tun. Man kann in Richtung Aquakultur zum Beispiel gehen, auch ganz interessantes Themengebiet. Da gibt es ganz viele Dinge. Genau, also ja, es gibt, und dann gibt es halt sehr viele, also sehr viele Sachen, die eher so, also wie meine Rolle jetzt zum Beispiel, so eher unterstützende Tätigkeiten hat. Also, dass man sozusagen noch an der Forschung dran ist, sozusagen, aber eher die Personen sind, die im Hintergrund dafür sorgen, dass Sachen laufen. Ob das jetzt an Forschungsinstituten ist oder an Universitäten. Aber, weiß ich nicht, solche Sachen sind immer, es ist immer richtig interessant. Es gibt total viele Leute, die Meeresbiologie erst studieren, weil es sie interessiert und dann wo ganz anderes hängen bleiben, aber das auch irgendwie dann interessant finden. Also ich bin immer ein großer Fan davon, einfach erstmal irgendwie zu gucken, dass man studiert und dann mal zu schauen, was es so gibt. Ja, ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt gut beantwortet hat. Doch. Okay. Passt. Nee, weil ich mich einfach interessiert, weil es jetzt vor allem eben über die Forschung gegangen ist und was man halt so noch alles anderes machen kann, ob man da eben auch ganz verschiedene Sachen machen kann. Ja, man kann auch so Sachen machen wie zum Beispiel, das ist in Deutschland, glaube ich, eher nicht mehr so, aber in Großbritannien und in Irland zum Beispiel, ich habe viele auch irische Kollegen, da wird auch noch viel, ganz viel gemacht in zum Beispiel Vermessung von den Gewässern. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, bevor ich mit denen genauer jetzt gearbeitet habe, aber anscheinend im irischen Küstenbereich und auch im britischen Küstenbereich sind die Küsten und die Bathymetrie, also die sozusagen wie das Meeresbett abfällt in der See rum und was es dafür sozusagen, wie die Tiefen sind und dass man das auf nautische Karten zeichnet und so ist alles noch gar nicht so. Die Technologie wird immer besser und immer genauer und man kann auch zum Beispiel auf solchen Schiffen mitfahren und dann die Welt vermessen und das ist auch noch nicht fertig gemacht, was ich ziemlich interessant fand. Und man kann halt auch über gerade jetzt so Sachen wie ich mache, kann man halt dann wieder komplett um die Ecke gedacht. Was mich auch total interessiert und wo ich vielleicht sehe, dass ich vielleicht in der Zukunft mal arbeiten würde, ist, dadurch, dass ich jetzt durch die Meeresbiologie in die Antarktis gekommen bin, von der Antarktis in sozusagen Remote Operations, also alles, was sozusagen weit weg und abgelegen ist und dass man sozusagen Spezialist wird, wie man in abgelegenen Gegenden Logistik macht, kann man von da natürlich dann auch wieder zum Beispiel in sowas wie Krisenmanagement gehen. Also wenn man sich jetzt überlegt, so Hilfsorganisationen oder Krisenunterstützung bei, weiß ich jetzt nicht, irgendwo in Afrika oder wenn in der Karibik wieder irgendwie ein Hurricane kommt oder so. Dadurch, dass man halt Spezialist darin geworden ist, wie man eine Station oder ein Team leitet, wo es nichts gibt und wo man nur auf sich alleine gestellt ist, kann man von diese ganzen Qualitäten natürlich auch wieder woanders hinnehmen. Also es muss gar nicht unbedingt sein, dass man jetzt sozusagen in der Meeresbiologie bleibt, aber je nachdem, was man halt für Skills sammelt und ganz viel halt auch für so Soft Skills, also für Leadership-Qualitäten, Management-Qualitäten, Problemlösungsqualitäten, sowas alles kann man halt auch wieder wo ganz anderes hin mitnehmen. Und ja, auch spannend. Das glaube ich, ein extrem guter Punkt, was du gesagt hast. Also diese Sachen, man lernt ja, es ist nicht nur eindimensional, was man hier lernt, sondern das kann man immer in ganz, ganz breiten Bereichen dann ja nützen. Ja? Ja, auf jeden Fall. Okay, nächste Frage. Wo in Deutschland kann man deiner Meinung nach am besten Meeresbiologie studieren oder ist es sinnvoller, dafür ins Ausland zu gehen und auf Englisch zu studieren? Schwierig. Schwierige Frage.
Also in Deutschland kann man schon gut Meeresbiologie studieren. Die klassischen drei wären Rostock, Kiel und Bremen. Man kann in Konstanz auch mehr. Nee, in Konstanz kann man nicht Meeresbiologie studieren, in Konstanz kann man einen Forschungstaucher machen. Aber in den drei Ländern kann man, in den drei Städten kann man gut Meeresbiologie studieren. In Oldenburg kann man auch gut studieren. Das ist dann eher so Richtung Gewässerökologie, aber die haben auch ein gutes Forschungsinstitut, was meeresbiologisch interessant ist. Also es sind jetzt sowieso, würde ich erstmal sagen, die großen vier. Wenn man jetzt wirklich Meeresbiologie an sich machen will, bietet sich auch an, weil die relativ nah am Meer sind. Deutschland ist da jetzt leider nicht so gesegnet mit viel Küste. Ansonsten in anderen Ländern, man kann in Großbritannien unglaublich gut Meeresbiologie studieren. Die haben sehr lange Tradition von Meeresforschung, also Richtung Charles Darwin und die ganzen Jungs, die waren alle aus Großbritannien. Und die dadurch, dass es so eine große Kolonialmacht war, die damals halt sehr viel Seefahrerei betrieben haben, hatten die ein sehr großes Netzwerk, was halt genutzt wurde von damals so Hobbyforschern, die halt im Endeffekt irgendwie einen anderen Beruf haben. Ich meine, Darwin war irgendwie Pastor oder sowas, die einfach mitgefahren sind und irgendwelche Expeditionen gemacht haben und da Sachen gelernt haben. Also in Großbritannien kann man sehr gut Meeresbiologie studieren, da kann ich empfehlen, Plymouth, Southampton, Nordirland und in Wales kann man auch sehr gut Meeresbiologie studieren. Und dann je nachdem, was man, wie es sprachlich läuft, ich würde immer sehr empfehlen, nach Skandinavien zu gehen. Skandinavien hat ein unglaublich gutes Bildungssystem. Tromsø sehr zu empfehlen für Meeresforschung oder Trondheim. Genau, und dann kommt es ein bisschen was drauf an. Wenn man zufälligerweise ein Stipendium kriegt, und ich würde allen Leuten nur ans Herz legen, sich nach Stipendien umzugucken, da geht auch wieder die Regel, wenn man sich nicht drauf bewirbt, kriegt man es nicht. Und vielleicht doch mal machen, weil man weiß ja nicht, ob man die vielleicht sozusagen im Interview überzeugt oder wie auch immer. Also nicht denken, nur weil man jetzt irgendwie nicht jede Woche freiwillig in der Suppenküche gearbeitet hat oder so, dass man kein Stipendium kriegen kann. Wenn man ein Stipendium kriegt, starten. Auch sehr gut für Meeresforschung oder Australien. Genau. Aber es kommt so ein bisschen drauf an. Aber ich würde auch immer sagen, sich auf Stipendien bewerben. Ich glaube, eine der größten Sachen, die ich bereue, gut, hätte mich wohl ganz anders hingebracht und ich bin relativ happy damit, wo ich jetzt bin. Aber ich denke immer so, hätte ich mich mal auf ein Stipendium beworben, vielleicht hätte ich dann in Hawaii studieren können oder sowas, wo Vulkane geforscht werden. Auch cool. Nächste Frage. Wird auch mit CTD-Sonden gearbeitet? Ja, weißt du, wofür genau die Ergebnisse benötigt werden? Vielleicht kannst du dann auch erklären, was das ist. Aha, ja, kann ich. Und zwar könnt ihr hier jetzt gerade zwar nicht sehen, aber hier oben, da mit der Winde an der Schnur hängt eine CTD. CTD ist eine Sonde, die CTD steht für Conductivity, Temperature and Depth. Also Leitfähigkeit, Temperatur und Tiefe. Es ist sozusagen ein meeresbiologisches Standardinstrument, was durch die Meeressäule nach unten, also durch die Wassersäule nach unten gelassen wird und dann die Tiefe korreliert mit der Temperatur und mit der Leitfähigkeit, die gemessen wird. Und aus der Temperatur und der Leitfähigkeit kann man die Salinität berechnen, also wie salzig das Wasser ist. Und es sind zwei Standardparameter, die benutzt werden, um Wassermassen zu identifizieren. Also alle großen Wassermassen haben eine ziemlich genaue Signatur sozusagen an Salinität und Temperatur. Also wenn man zum Beispiel jetzt an der Straße von Gibraltar vorbeifährt und dann eine CTD fährt, kann man sehen, daran, wie sich die Temperatur und die Salinität verändern, kann man sehen, wo das Wasser aus dem Mittelmeer sozusagen rausschwappt über die Schwelle in Gibraltar und in den Atlantik rein, weil das unglaublich salzig und unglaublich warm ist. Und hat man halt das weniger salzige und kältere atlantische Wasser und so. Also das kann man dann so sehen, Meeresströmung. Wir fahren zweimal die Woche, immer an der gleichen Stelle, eine CTD, in 500 Meter Tiefe, per Hand runtergelassen und wieder hochgewindet. Dauert ungefähr 10 Minuten. Danach hat man einen riesigen Arm. Und das benutzen wir für eine Langzeitdatenserie von uns, um sozusagen zu gucken, ob sich über die Zeit die Wassermassen verändern und gerade jetzt in Bezug auf Klimawandel, was da für Auswirkungen bei uns lokal in der Antarktis hat. Und unsere Langzeitdatenserie ist dieses Jahr 25 Jahre alt geworden und ist auch einzigartig auf der Welt, weil es die einzige ist, die auch im Winter in der Antarktis mit so einer hohen Genauigkeit und so einer hohen Frequenz Daten sammelt. Gute Frage.
Du hattest deine Zukunft angesprochen auch. Hast du da irgendwie eine Vision, was sich für dich alles ergeben kann oder ergeben soll oder wo du denkst, das wäre eine coole Sache? Also ich falle da ziemlich in die gleiche Falle, wie ich vorhin schon genannt habe. Den Job, den ich momentan mache, ist schon relativ schwierig, über lange Zeit aufrechtzuerhalten. Also ich bin jetzt jedes Jahr von November bis April in der Antarktis und bin dann von April bis November wieder in Großbritannien. Das heißt, ich bin über Weihnachten nie zu Hause. Ich sehe meine Familie für ein halbes Jahr nicht. Ich sehe meinen Partner für ein halbes Jahr nicht. Ich sehe meine Freunde für ein halbes Jahr nicht. Und obwohl jetzt das Internet ein bisschen besser wird und wir jetzt auch so, also WhatsApp geht jetzt mittlerweile bei uns auf Station auch, man kann besser telefonieren, aber sowas wie zum Beispiel Video, also wie wir jetzt gerade zum Beispiel machen, ist halt nicht möglich. Und das macht es schon, dadurch bleibt halt das Privatleben ziemlich auf der Strecke. Und ja, man kann das irgendwie so ein bisschen dadurch kompensieren, dass es unglaublich cool vor Ort ist und dass man halt so eingesogen wird von dem, wie ich ja vorhin davon geredet habe, dass man halt so voll drin ist in seinem Thema. Aber es wirkt sich schon ziemlich irgendwann auch auf die Psyche aus. Und ich glaube, ich habe noch ein paar Jahre in mir drin, aber ich glaube, dann muss ich irgendwie auch mal was anderes machen oder auch mal ein Jahr Pause. Ich bin jetzt, ich habe 2017 angefangen, für British Antarctic Survey zu arbeiten und bin seitdem innerhalb der letzten 5 Jahre, glaube ich, fast 3 Jahre davon weg. Also zusammengerechnet, also mehr als die Hälfte der Zeit in den letzten 5 Jahren war ich in der Antarktis. Und ja, meine Freunde sind super, die können damit noch umgehen, aber irgendwann verändert sich das auch und irgendwann muss man wieder ein bisschen mehr präsent sein. Und genau, und irgendwann, naja, dann kommt halt wieder auch das Thema Familienplanung, damit muss man sich auch auseinandersetzen, wenn man sowas möchte. Und sowas macht natürlich auch so Beruf, wie ich jetzt habe, gerade nicht einfach. Genau. Aber ich kann mir auch viele gute andere Sachen vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, also ich will auf jeden Fall in so einer Thematik bleiben. Ich möchte gerne nahe der Forschung bleiben. Aber ich möchte gerne, ich sehe mich gerne als die Person, die anderen ermöglicht, ihre Forschung durchzuführen, weil ich weiß, wie unglaublich passioniert viele Leute für die Wissenschaft sind und wie erfüllend es für viele Leute ist, ihren Projekten nachzugehen. Ich möchte die Person sein, die ihnen das ermöglicht. Und genau, das kann ich aber auch anders machen, irgendwo in lokalen Forschungsinstituten oder vielleicht, ja, irgendwann vielleicht für Hilfsorganisationen oder im internationalen Krisenresponse oder so. Das finde ich auch ziemlich spannend. Ja, also gesellschaftlich auch verantwortungsvolle Tätigkeiten sind für dich auch eine gute Möglichkeit. Ja. Ja, okay. Danke, ja. Die Frage, was machst du dann eigentlich in der Zeit, wenn du zurück aus der Antarktis bist, dann an etwas anderem weiter? Also, sozusagen die Zeit wird aufgeteilt relativ gut, wenn man vor Ort ist, macht man viel Feldarbeit. Also es werden zum Beispiel Proben gesammelt und Daten gesammelt und so. Und wenn man zurückkommt, dann beschäftigt man sich damit, die zu analysieren und die sozusagen dann zu publizieren. Ich speziell habe jetzt ja nicht nur Forschungstätigkeiten, sondern ich kümmere mich ja auch um das Labor an sich. Das heißt, für mich geht auch viel mit, ich schicke ganz viele Geräte zum Beispiel, Mikroskope und Sterilisiergeräte und sowas muss einmal im Jahr gewartet werden von jemandem, der eine spezielle Ausbildung dafür hat. Das heißt, die Sachen werden alle zurückgeschickt und ich kümmere mich dann im Sommer darum, dass die dann von jemandem in Großbritannien angeguckt werden, wieder zertifiziert werden, dass die zurückkommen. Ich mache ganz viel so Bestellungen von Sachen, die aufgebraucht wurden, also jetzt weiß ich nicht, Handschuhen und irgendwelche Petrischalen und sowas alles. Also guckst du normale Tätigkeiten sozusagen. Naja, und wenn ich in der Antarktis bin, arbeite ich quasi jeden Tag. Also unsere Arbeitswoche ist eigentlich von Montag bis Samstag. 5 Tage die Woche und dann den halben Samstag. Das heißt, wir haben einen halben Samstag und den ganzen Sonntag frei. Aber dadurch, dass ich in einer sozusagen Management-Position bin, bin ich eigentlich immer, man ist immer auf Bereitschaft und ich arbeite eigentlich fast immer jeden Tag. Habe auch so in dem Sinne, wir kriegen keine Ferien, wir kriegen auch keine irgendwie Feiertage oder so. Das heißt, ein großer Teil der Zeit, wenn ich aus der Antarktis zurück bin, geht auch erstmal in meinen Urlaub. Und genau, Freizeit und Freunde sehen und so. Das heißt, wenn ich zurück bin, ist alles erstmal ein bisschen entspannter. Und es geht auch viel darum, mit dem Team, was sozusagen in Cambridge ist,
sich wieder kurz zu schließen. Was ganz wichtig ist, also wir sind ja, wenn wir auf Station sind, nicht auf uns alleine gestellt. Wir haben ein ganz großes Forschungsinstitut, was in Cambridge sitzt, in Großbritannien. Und mit denen schließe ich mich kurz, mit denen telefoniere ich auch viel und so. Und wenn man dann wieder zurück ist, geht es auch erstmal viel darum, wieder diese Connection sozusagen aufrechtzuerhalten und mit den Leuten viel Zeit zu verbringen und mit denen zu reden. Und ganz viel ist auch, was haben wir gelernt? Was lief gut, was lief schlecht? Was wollen wir nächstes Jahr besser machen? Naja, und dann jetzt sind die neuen Forschungsprojekte schon wieder, die Anträge geschrieben. Jetzt kriege ich die ganzen E-Mails von Forschern, die, ja, wir wollen das und das machen, können wir hier, wir hätten gerne 5 Tauchgänge, wir würden gerne 5-mal auf diese Insel gehen, wir würden gerne 3 Quadratmeter Laborbank, wir wollen gerne, habt ihr eine eine Wasseraufreinigungsgerät, habt ihr Flüssigstickstoff, habt ihr, wie können wir Gase mitbringen, habt ihr minus 80 Friese, also es ist jetzt wieder ganz viel sozusagen Vorbereitung für die nächsten Projekte, die dann anlaufen und sagen zu organisieren, dass die alles haben und ihre Fracht wegschicken. Ja. Das heißt, man stoppt eigentlich nie. Ich bin gerade dabei, meinen Endjahressupport zu schreiben und ich bin schon wieder dabei, die nächsten Projekte vorzubereiten. Also es ist ein endloses Rad, in dem man drin ist. Aber, ja. Ist schon gut. Erfüllend. Du beantragst die Gelder nicht, oder ist das auch Teil deiner Tätigkeit? Nein. Ich bin nur dafür zuständig, dass wenn Anträge gestellt werden, ich schaue mir die dann an und gucke dann, ob wir die, ob das möglich ist oder ob die sozusagen utopische Dinge fordern oder wünschen, die wir nicht stellen können. Hm. Genau, aber ich bin für Gelderbeantragung nicht zuständig. Okay. Zum Glück. Das wäre so mein Albtraum sozusagen. Ja, ich glaube, das ist allgemein ein bisschen Albtraum in der Wissenschaft. Ja, total. Dass Raten so schlecht sind. Wie siehst denn du die Perspektiven für Meeresbiologie an sich? Ich meine, auch jetzt in Zeiten, wo diese Klimadiskussionen hochgehen und vielleicht auch, ja, auch andere gesellschaftliche Themen, Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und so weiter einfach wahnsinnig relevant sind. Sind das Dinge, wo du denkst, dass da wird Meeresbiologie in Zukunft interessanter werden oder wird es immer mehr zu einem Orchideenstudium? Mhm. Ja, also ich glaube, die pure Meeresbiologie an sich wird, glaube ich, untergehen. Also so dieses, oder wird glaube ich, ja, wird zu so einem Orchideenstudium und zu so ein bisschen so ein, ja, so ein ganz, ganz spezieller Schlag Mensch. Aber die integrierte Meeresbiologie wird, glaube ich, wichtiger denn je. Das Meer ist kontrolliert unser Klima. Die Temperaturerwärmung des Meeres, also der Anstieg der Meerestemperatur im Endeffekt wird unser Wetter komplett verändern, wird die Meeresströmung komplett verändern, was zum Beispiel den Golfstrom möglicherweise verändern wird. Das heißt, dass dann Westeuropa viel kälter wird, weil Westeuropa viel wärmer ist, als es eigentlich sein sollte. Dadurch werden sich unsere Wettersysteme verändern. Es wird in Großbritannien, in Irland und in Frankreich viel weniger regnen. Das hat natürlich mega Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Also diese ganzen Sachen und halt auch Ernährung, das Meer füttert jetzt vielleicht in Deutschland nicht unbedingt so viele Leute, aber in anderen Teilen der Welt unglaublich viele Menschen. Ich glaube, 50% der Weltbevölkerung lebt am Meer, also an Städte, an der Küste. Gut, es hat historische Gründe, dass es halt ein guter Anschluss war, dass man gut halt das Meer befahren konnte, um halt wohin zu kommen und dass die Ernährung auch gesichert war. Aber wenn die Gletscher und in der Antarktis die Eiskappen weiter schmelzen, dann wird es zu einem Meeresspiegelanstieg führen, was dann über die kommenden Jahrzehnte und Jahrhunderte die Küstenregion unglaublich bedrohen wird. Ich meine, Länder wie zum Beispiel Bangladesch sind schon unglaublich davon betroffen, weil Bangladesch zu großen Teilen unterhalb des Meeresspiegels liegt, aufgrund der sozusagen Topografie des Landes. Große Städte wie zum Beispiel New York, London, Amsterdam, Hamburg, großes Problem, wenn der Meeresspiegel steigt und die Elbe reindrückt. Und also das ist, ich glaube, sobald, wenn jetzt Bangladesch überflutet, das interessiert die westliche Welt natürlich jetzt leider viel weniger, aber wenn Städte wie New York, Miami, Sao Paulo, Hongkong überflutet werden, dann wird natürlich viel mehr Geld frei, um sich dann genauer damit zu beschäftigen. Also ich glaube, Dinge wie also Forschung in Meeresströmung, Forschung in Schmelzen der Eiskappen und in so integrierte Meeresbiologie wird hoffentlich mehr Geld bekommen. Und ich denke, dass da mehr globaler Fokus drauf ist. Das ist jetzt schon so. Wir haben sehr viele große internationale Projekte am Laufen. Wir haben gerade ein extrem großes Projekt mit dem amerikanischen Polarprogramm am Laufen.
über einen sehr, sehr großen Gletscher in der Antarktis, der, glaube ich, das Potenzial hat an sich, wenn er schmilzt, alleine schon 50 Zentimeter Meeresspiegel Anstieg zu verursachen. Und ja, ich glaube, da wird mehr Aufmerksamkeit drauf kommen. Aber so Sachen wie zum Beispiel Schutz, Artenschutz von jetzt speziellen kleinen Arten und so, das wird, glaube ich, eher weniger. Und genau, da muss man jetzt gucken. Ja. Ah, Tiefseeforschung, auch ganz wichtig. Auch ganz wichtig, weil je mehr die natürlichen Ressourcen oder auch die seltenen Erden und Technologie, und wir brauchen seltene Erden, um Mobiltelefone zu machen und sowas alles, und um unsere ganzen Computer und sowas zu bauen. Es gibt auch unglaublich viele Ressourcen auf dem Meeresboden. Und das ist momentan durch internationale Konventionen noch sehr gut geregelt. Weil ich glaube, die Forschung dahingehend wird auch noch mehr, weil da noch sehr viel Potenzial ist. Je mehr sozusagen Raubbau an terrestrischen Ökosystemen betrieben wird und je mehr sozusagen die Materialien auf dem Land ausgebeutet werden, desto mehr richtet sich dann, glaube ich, der Fokus aufs Meer, was man da noch rausholen kann. Ich glaube, es wird da noch, wird es, glaube ich, noch ziemlich viel geben. Hoffentlich im Positiven und hoffentlich mehr Meeresschutz. Gut. Ich denke, wir kommen so langsam Richtung Ende vom Gespräch. Also wenn jemand noch eine Frage hat, dann würde ich ersuchen, die möglichst schnell zu stellen, also direkt oder in den Chat. Ich kann auch, falls irgendjemand entweder Lust hat, noch mehr Fragen zu stellen oder die jetzt nicht in der Runde so stellen will oder ein bisschen spezieller jetzt für eure eigene, wenn ihr interessiert seid oder wenn ihr irgendwie in Kontakt bleiben wollt oder so, ich kann meine Arbeits-E-Mail da mal reinstellen noch in den Chat. Und falls ihr Social-Media-Fans seid, kann ich noch, wenn ihr Bock habt, könnt ihr meinem Labor auf Twitter folgen. so, man kann ja auch immer noch so ein bisschen in Eigensache Werbung machen. Genau, ich versuche immer Bilder reinzustellen, so ein bisschen, wenn ich in der Antarktis bin, was bei uns im Labor so passiert, so ein paar Videos, wie es bei uns läuft mit, keine Ahnung, wenn wir unsere CTDs fahren oder wenn wir tauchen gehen oder wenn man irgendwie, wenn wir ansonsten unterwegs sind. Genau, ich packe die da mal rein. Ja. Fühlt euch in keinster Weise verpflichtet. Genau. Ja. Fühlt euch nicht verpflichtet, aber es wäre natürlich wünschenswert, Aurelia zu folgen und ihre Aktivitäten ja, zu liken. Klar. wenn's wirklich, ich mache mal hier so Stop-Share, dann kann man sich noch mal ein bisschen genauer sehen. Oh, Felix hat noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage. Jo, und zwar eine Frage bezüglich Geld insgesamt. Ist das dann eher, wenn man jetzt wirklich anderthalb Jahre im Eis ist, ist das dann wirklich eher so ein Ding, dass man wirklich Geld eigentlich meist nur für Forschungsprojekte braucht und wenn man dann wieder zurückkommt? Oder generell mit einem Biologiestudium? Weil ich habe immer nur gehört, dass Biologie an sich einem nichts bringen sollte und ich weiß es nicht so genau, deswegen. Also ich glaube, ich weiß nicht, Stefan kann da vielleicht auch noch was dazu sagen, wie es so ist, wenn man an der Uni angestellt ist, was man will, das so. Also Unis, Forschungsinstitute, meinst du jetzt Richtung Gehalt? Oder? Richtung Gehalt, ja. Ja, ja, ja. Also ja, man verdient auf jeden Fall an der Uni und in Forschungsinstituten nicht so viel, wie wenn man jetzt in die Industrie geht. Also wenn du jetzt sowas zum Beispiel machst und nur reine Forschung machst, dann ist man eher immer im unteren, in den unteren Gehaltsklassen und man macht es schon eher, weil man die Leidenschaft dafür hat, als dass man das große Geld einscheffelt. Wenn man jetzt sowas wie zum Beispiel Fischereigutachten schreibt oder eher in Richtung so Begutachtung von Sachen geht oder möglicherweise Aquakultur oder sowas in die Richtung, da ist auf jeden Fall mehr Geld drin. Aber ja, ich glaube, es gibt niemanden, der in die Meeresbiologie geht, weil er das große Geld machen möchte. Da muss man auf jeden Fall in andere Karrieren gehen, würde ich ja sagen. Und es ist viel, gerade wegen Auslandsaufenthalten und sowas, ist auf jeden Fall erstmal viel Investition in sozusagen diverse Erfahrungen, bevor man ein gutes Portfolio aufgebaut hat, würde ich sagen. Also man muss schon relativ viel, nicht jetzt unbedingt Geld, aber man muss schon relativ viel Zeit investieren. Man muss auch am Anfang erstmal damit umgehen, dass man nicht so gut bezahlt wird, bis man dann irgendwann mal an eine Position kommt, wo der Lohn okay ist. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass die Löhne großartig sind.
Aber ist denn überhaupt Geld wirklich wichtig, wenn man wirklich dann... Das ist eine sehr philosophische Frage. Ja, ja, es, vielleicht, ja. Aber wenn man wirklich 1,5 Jahre im Eis ist, dann... Ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorstellen soll mit dem Konzept von Geld so insgesamt. Ach so, so meinst du jetzt. Naja, ja. wenn ich auf Station bin, dann gebe ich kein Geld aus. Also ich bin sozusagen, ich habe in Großbritannien eine Wohnung, das heißt, ich zahle meine Miete da, aber ansonsten, ich zahle für Essen nicht, ich zahle nicht, um zu pendeln, ich zahle nicht, um ins Kino zu gehen. Genau, also wenn ich sozusagen, ja, also wenn ich jetzt, wenn man halt anderthalb Jahre in der Antarktis ist, zum Überwintern, und wenn man vorher seine, sich darum gekümmert hat, dass seine Wohnung, dass man keine Wohnung mehr hat, oder man, also macht ja keinen Sinn, 1,5 Jahre eine leere Wohnung zu mieten. Das macht auch, glaube ich, kein Vermieter. Also wenn man sich darum gekümmert hat, dann macht man 1,5 Jahre lang nur Profit. Ja. Also es kann, ja, also überwintern ist schon relativ, also schon kann schon lukrativ sein. Dahingehend. Aber man muss es halt auch erstmal wollen. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der meinte so, naja, dann gehe ich halt mal ein Jahr irgendwie auf die Ölbohrinsel und da arbeite da irgendwie so, und dann habe ich danach das große Geld und dann denke, naja, musst aber auch erstmal ein Jahr durchhalten. Und man stellt sich das so vor, aber weiß ich nicht, geh mal irgendwie einen Monat irgendwo komplett anderes hin und halt das erstmal durch. Und dann guck mal, ob du 18 Monate durchhältst. Also ja, ich glaube, manche Leute kommen auch wieder in die Antarktis zurück, weil das Geld recht gut ist und weil man halt, weil das Geld gut ist, weil man halt keine anderen Ausgaben hat. Aber man muss es auch irgendwie dann andersrum wollen. Man hat halt, die Kosten sind halt anders. Die Kosten sind halt nicht jetzt, dass man Essen bezahlt, die Kosten sind, dass man seine Familie nicht sieht, dass man nicht nach Hause geht, dass ich abends nicht entscheiden kann, was ich kochen möchte, sondern dass ich nur das kriege, was in der Kantine ausgedixt wird. Dass ich halt nicht in die Maldiven für 2 Wochen in Urlaub fliegen kann, sondern dass ich halt jeden Tag arbeite, dass ich meine Familie halt nicht über Weihnachten sehen kann. Also ja, so, die Kosten sind so vielleicht so ein bisschen versteckt, was auf der Strecke bleibt. Und dann muss man halt irgendwann gucken, klar ist irgendwie, erstmal sich gewisse Sicherheit erarbeiten und so, gibt natürlich viel Freiheit, aber irgendwann kommt man dann vielleicht auch so ein bisschen in einen Punkt altersmäßig, wo man dann denkt, ach, irgendwie ist doch netter, wenn ich jetzt meine Nichte und meinen Neffen irgendwie sehe, die jetzt gerade 3 und 4 sind, als dass ich jetzt nochmal ein paar Tausender mehr auf meinem Konto habe. Aber genau. Ja. War alles okay oder möchtest du noch? Ja, das passt schon. Alles gut. Danke. Okay. Sehr schön. Okay, noch jemand, der etwas fragen will? Noch ganz dringend. Hallo, ich bin mir nicht mehr sicher, wie man sich meldet. Wie ist das mit persönlichem Besitz in der Arktis? Also kannst du da sehr viel mitnehmen oder lässt man da eigentlich alles zurück und hat nur ein paar Klamotten dabei? Also wenn ich jetzt so für meine Überwinterung hatte ich 32 Kilo Gepäck, also die normalen 23 Kilo, die man mit dem Flugzeug mitnehmen darf, 8 Kilo Handgepäck. Und dann durften wir eine Box von gewisser Größe in die Antarktis schicken. Also ich glaube, das war 1 Meter mal 50 Zentimeter. Ja. Und wenn ich jetzt so gehe, für ein halbes Jahr, dann habe ich halt 32 Kilo Fluggepäck zum Mitnehmen. Manchmal lasse ich ein bisschen was da. Ich habe so einen kleinen Stash an persönlichen Sachen. Also so ein paar. Man will ja auch, dass dein Zimmer so ein bisschen nett ist. Also wir sind da in quasi, jedes Zimmer sieht genau gleich aus. Man teilt sich mal mit 2 Leuten. Also man ist mal zu zweit in einem Zimmer. Und ich habe so ein paar, weiß ich nicht, Lichterketten, so ein bisschen Plastikpflanzen. Es gibt ja nichts Grünes da, so irgendwie so ein bisschen Efeu für die Pinnwand und irgendwie nette Bilder von der Familie. Lasse ich normalerweise da. Und dann, man braucht ja auch nicht viel. Man kriegt Arbeitskleidung gestellt. Und ansonsten hat man halt so, was man mit dem Moment, man sich so die Zeit vertreiben will, braucht man. Aber es ist eine sehr minimalistische Existenz, was eigentlich auch mal ganz cool ist, dass man nicht so alles um sich herum hat. Genau. Aber manchmal ist es auch frustrierend, wenn man sich denkt, boah, ich hätte echt noch mal ein Deo mitbringen sollen oder ich hätte irgendwie, weiß ich nicht, ich würde jetzt voll gerne noch mal eine Tafel Edelmilch, Schokolade trinken oder sowas. Trinken, essen, meine ich. Ihr wisst, was ich meine. Okay, vielen Dank. Ja, gerne. Ja, ich glaube auch, dass nochmal zu dieser Frage von vorhin mit dem Geld, wenn man das nicht alles wirklich gerne macht, dann ist man, glaube ich, völlig deplatziert. Ja. Ja, dann hat man keinen Spaß. Und dann sind auch diese ganzen Entbehrungen, die irgendwie für mich völlig okay sind, die sind es nicht wert.
Und im Endeffekt, wenn jemand nicht da sein will, übt sich das halt auch auf das Team voll schlecht aus. Und dann, ganz ehrlich, dann brauchst du es nicht machen. Dann kannst du auch was anderes. Es gibt so viele andere coole Sachen, die man auf der Welt machen kann. Ich denke mir immer, es gibt wirklich einen Platz für jeden. Und wenn man das Privileg hat, sich verschiedene Sachen auszusuchen, dann, wenn es einem keinen Spaß macht, dann woanders hin. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Schlusssatz, zu sagen, es gibt irgendwas für jeden. Und ja, auf jeden Fall. Ich denke heute, das waren sehr, sehr viele inspirierende Ideen und Ansichten und ja, Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. Und ich wünsche wirklich allen, die heute hier auch dabei sind, die noch auf der Suche sind, was sie vielleicht machen möchten oder wo sie sich hinentwickeln wollen, dass sie das einfach finden. Und ich wünsche jedem auch ein bisschen Mut zu haben, auch mal was zu probieren und zu sagen, ach, ich weiß es nicht, ob es mich erfüllt oder ob das das ist, was ich wirklich will. Vielleicht ist es exotisch, aber ich habe richtig Lust drauf. Dann möchte ich sagen, mach das doch einfach mal. Ja, auf jeden Fall. Schlimmstenfalls macht er wieder was anderes. Also man kann auch Karriere wechseln. Man kann auch nochmal was ganz Neues machen. Und wenn ihr viele Zweifel habt, dann schreibt Aurelia eine E-Mail. Dann erzähle ich die, was man alles machen kann. Oder ihr schreibt auch mir eine E-Mail. Ich erzähle euch auch, was vielleicht, was möglich ist. Und also sehr, sehr gerne auch, dass ihr mit uns in Kontakt tretet, immer bei Fragen oder bei weiteren Ideen und Wünschen auch zu berufen und so. Also sehr, sehr, sehr gerne. Absolut. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Gesprächs. Aurelia, ich möchte dich bitten, bleib nachher noch ganz kurz dran, bitte, dass du mich gleich verabschiedest. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen für die Fragen und für das Interesse. Aurelia, bei dir natürlich nochmal ganz herzlich für deine Zeit und deine Begeisterung. War sehr, sehr schön. Ja, gerne. Dann bleibt mir noch ein kurzer Hinweis zu dem nächsten Berufe hautnah. Das wird am Dienstag, 21. Juni stattfinden. Und zwar, da geht es da um Physikingenieur, Physikingenieurin in der Industrie. Wer daran interessiert ist, sehr, sehr gerne. Seid dabei, hört euch das an, lasst euch wieder inspirieren und natürlich auch sehr, sehr gerne bei den anderen Angeboten des Schülerforschungszentrums. Dann bleibt mir noch, euch einen schönen Abend zu wünschen. Das Gespräch, wie gesagt, ist aufgezeichnet. Ich schicke eine E-Mail rum, wenn es online steht, und dann freue ich mich auf ein Wiedersehen und wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und noch schöne Pfingstferien jetzt. Alles Gute.